Servus und grüß Gott, mein Name ist Jürg Kofner, ich bin Ökonom am MIWI-Institut und in der heutigen Ausgabe Wirtschaft von Rechts befasse ich mich mit der Wiederanhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie in Deutschland von 7% auf 19%. Aufgrund der katastrophalen Wirtschaftspolitik der letzten Regierungen, einschließlich und vor allem der Corona-Geschäftsausführungsverbote und der künstlichen Energieverknappung, steht das Gastgewerbe in Deutschland vor höchst existenziellen Herausforderungen. Die preisbereinigten Umsatzverluste im ersten Halbjahr 2023 liegen mit real 10,4% deutlich unter den Werten des Vorkrisenniveaus von 2019. Das Gaststättengewerbe schneidet mit einem realen Umsatzverlust von 13% sogar noch schlechter ab. Allein in den Jahren 2020 und 2021 haben aufgrund der Corona-Geschäftsschließungen, der Corona-Einschränkungen und der absolut irren Energiepolitik in Deutschland über 36.000 Gastronomiebetriebe für immer schließen müssen. 36.000. Die Lage ist in der Tat sehr ernst. Laut IFO-Umfragen zum Beispiel ist derzeit jeder sechste Gastronomiebetrieb in Bayern in seiner Existenz bedroht. Im Jahr 2024 droht bundesweit das Aus von 12.000 weiteren Gastbetrieben. 12.000 weitere Gastbetriebe werden schließen, wenn zum Jahreswechsel die geplante Steuererhöhung von 7% auf 19% Mehrwertsteuer kommen würde. Das Institut für Weltwirtschaft Kiel prognostiziert, dass die beinahe Verdreifachung des Mehrwertsteuersatzes von 7% auf 19% in der Gastronomie die Verbraucherpreisinflation im Jahr 2024 insgesamt um 0,4 Prozentpunkte anheben würde. Also aufgrund der Anhebung des Mehrwertsteuersatzes allein in der Gastronomie wird dadurch die gesamte Wirtschaft in Deutschland leiden, weil die Inflationsrate ceteris paribus erhöht wird, und zwar um 0,4%. Das ist eigentlich ganz schön viel für diese eine Maßnahme. Und der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen schätzt die Belastung der Wirtschaft durch diese Maßnahmen, durch diese Steuerwiedererhöhung auf 2,8 Milliarden Euro im Jahr 2024. Dabei muss man festhalten, dass in 23 von 27 EU-Staaten der reduzierte Mehrwertsteuersatz gilt, für Speisen, zum Beispiel im Gaststättengewerbe. Das ist somit in der EU die Regel und nicht die Ausnahme, dass man einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz hat. Somit ist es extrem widersprüchlich und auch wettbewerbsverzerrend zu Lasten der Gastrobetriebe, dass man frisch zubereitetes Essen im Restaurant ab dem 1. Januar 2024 wieder mit 19% begleichen muss, 19% Mehrwertsteuer, während auf Essen zum Mitnehmen im Supermarkt oder bei der Essenslieferung weiterhin nur 7% Mehrwertsteuer erhoben werden. Und man sieht hier ganz klar, dass durch diese Wiedersteueranhebung die traditionellen Familienbetriebe, die Gastrobetriebe dadurch extrem belastet werden, und den Vorteil haben wieder die großen Supermarktketten und die großen Lieferketten, also Lieferdienste von Fastfood zum Beispiel. Die werden dadurch wieder bevorteiligt und unser traditionelles Gewerbe, Familienunternehmen werden wieder einmal von diesen Regierungen belastet. Aus diesen Gründen sollte die Bundesregierung von der Wiederanhebung der Umsatzsteuer im Gastronomiegewerbe absehen. Stattdessen muss Berlin die Umsatzsteuer auf Speisen und nichtalkoholische Getränke in Gaststätten und Beherbergungsbetrieben und Kneipen, Bars, Diskotheken und so weiter unbefristet auf 7% senken. Vielen Dank und schönen Abend.